Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717-Talk. Mein Gast heute, Jelena. Sie ist Mutter, sie ist eigentlich Ingenieurin und sie ist vor allem Mensch. Sie hat mich gebeten, sie nicht so vorzustellen. Ich musste das jetzt tun, denn du darfst, liebe Jelena, erklären, warum du eigentlich nicht vorgestellt werden wolltest. Danke, liebe Sam, meine Herzensschwester. Ich freue mich, bei dir hier zu sein und es ist ein Riesenabenteuer für mich und Herausforderung vor der Kamera zum ersten Mal im Leben. Und ich bin neugierig über mich selber, warum ich diesen Widerstand in mir immer gehabt habe, immer noch ein bisschen im Körper. Und genau, woher das kommt, alles was ist, ist richtig so. Ich erkläre einmal vielleicht den Zuschauern, Jelena ist eben nicht aus Deutschland, wie man vielleicht auch schon an der Sprache etwas hören kann. Ich finde, sie hat fantastisches Wissen. Sie ist schon seit einiger Zeit eine Wegbegleiterin von mir und darum habe ich gesagt, ich gebe dir diese Bühne und diese kleinen sprachlichen Inkompetenzen, die machen wir mit einem Lächeln weg. Weil das, was du in die Welt zu schenken hast, finde ich, ist wundervoll. Gehen wir am besten zuerst mal auf den Punkt ein, warum du nicht vorgestellt werden wolltest. Ja, weil ich möchte einfach Jelena genannt werden. Und was Qualifikationen angeht, habe ich jetzt, ist für mich selber nicht mehr so relevant. Zur Muttersache zum Beispiel, was ist dann Mutter? Welche Rahmen Gesellschaft setzt oder man selber sich setzt. Wobei sieht man vielleicht, was wirklich Kind will, wenn man eine sehr gute Mutter sein will. Deswegen ist es momentan bei mir noch selber in Wachstum, so erwachsen zu werden und in neugieriger Stellung, so bei sich selber zu gucken, warum ich etwas mache oder nicht mache. Genau. Und aus welchen Gründen. Genau, was könnten das für Programme sein, Glaubenssätze? Warum habe ich so einen dicken, starken Widerstand, jetzt so vor der Kamera zu setzen? Oder früher überhaupt, es könnte nicht in Frage kommen. Mhm. Aber ja, und gleichzeitig versuche ich dir Leichtigkeit beizubringen, spielerische Art zu leben und wie gesagt, hier voll verkrampft. So, es sind Glaubenssätze, warum darf ich vielleicht nicht sprechen oder Leute können mich nicht verstehen, vielleicht weil ich Legastheniker bin und ich werde das noch hinterher durch meinen Kopf gehen lassen, vielleicht vom Einschlafen oder zwischen 3 und 5 Uhr, wo man klar denken kann. Ja, und schauen, warum, woher kommt das, wie kann man das heilen oder verwandeln. Und wer willst du sein? Ne? Denn das ist das, was wir immer genau. So in unserem Kontakt haben. Genau, deswegen kann ich nicht sagen, wer ich bin, weil ich immer noch in der Suche bin und mich selber kennenzulernen, auch in dieser Situation, in alles, was ich tue, erlebe. Genau. Hast dich aber mit mir auf das Abenteuer eingelassen, so ein bisschen wie Achterbahnfahren, ne? Genau, Augen zu und durch. Genau, Augen zu und durch. Ich möchte, bevor wir auf das kommen, was du jetzt machst, nämlich Menschen begleiten, direkt auch in Familien mit dabei sein, nicht nur einen Menschen haben, den du unterstützt, möchte ich einmal zurückspulen, doch auf deinen Werdegang. Denn der ist sehr spannend. Du bist in einer absoluten Männerdomäne sehr erfolgreich gewesen. Du bist Ingenieurin. Du hast auch gelebt an der Seite eines sehr aktiven, warst ein Wissenschaftler oder ja, genau. Und du bist ja schon auch rumgekommen in der Welt. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was die Zuschauer wissen dürfen von dir. Ja, es ist eigentlich alles. Ich habe nichts zu verstecken. Es ist nur, wie gesagt, wie ich selber momentan die Welt anschaue. Und da war für mich für den momentanen Zustand, wie ich bin, könnte ich selber nicht Mensch werden. Es ist mehr so erwachsen werden. Es ist das Gleiche für den Moment jetzt für mich. Zum wissenschaftlichen Gang. Ich bin in St. Petersburg geboren und mein Papa ist Wissenschaftler, Mama auch. Trotzdem, der Art Wissenschaftler, Papa ist zum Beispiel Physiker,
Und seine Art Physik zu beobachten oder Natur zu beobachten, ist sehr, sehr natürlich. Er hat mir sehr viel Wald beigebracht, Kräuter. Er war unser Heiler zu Hause. Schropfen war eine ganz normale Sache, wenn man Husten hat, wird auch mit Feuer geschropft. Und ich denke, das hat schon sehr große Grundsteine mir gelegt. Genau, danke. Das, was ich jetzt mache. Genau, dann bin ich mit meinem Mann verreist viel und war Ingenieur auch in England und in Deutschland, in verschiedenen Ingenieurberufen. Ja. Du hast auch gelehrt, richtig? Ja, das auch. Ich war Laboringenieur. Es war alles tolle Erfahrungen. Von der Energie habe ich mir selber jetzt verstanden, dass es war sehr viel Widerstand auch, um gut zu sein, als Frau dreifach besser als der Mann und dieser ganze Ellbogen, Leistung, Leistung, Leistung. Es ist nicht weibliche Energie und ich bin froh, jetzt in so Wechseljahre sein und mehr in Spiritualität zu kommen. Das ist für mich alle Häkchen schon abgemacht und jetzt darf ich Frau sein und das meine Familie schenken und meine Freunden. Mhm. Genau. Genau. Die Art, also wir haben uns kennengelernt, das vielleicht auch nur einmal den Zuschauern erklärt, bei einer Übersetzungsarbeit, wo es darum ging, eben Russisch-Deutsch zu übersetzen. Und da haben wir uns eigentlich gleich gefunden. Ja, das war auch eine Herausforderung für eine Legasthenik. Das war für uns beide eine Herausforderung, weil mein Russisch ist ganz bei Null. Und wir mussten das ja immer abgleichen. Aber wir sprechen alle gleiche Sprache, nur verschlüsselt. Die Worte sind anders. Guck mal, das Wort Bewegung habe ich vor kurzem entdeckt. Für mich auf Russisch ist es Движение. Zwei Leben, könnte man übersetzen. Und so wie bilingual, Bewegung ist zwei Wege, eigentlich innerer Weg und äußerer Weg. Und dass wir die beide in Ausgleich bringen. Das hat mich fasziniert. Und solche Schätze haben wir da und da. Und muss man nur genau hinschauen, was für Kraftworte wir benutzen. Mhm. Einfach normal und belegen das nicht mit dieser Energie. Das, wenn wir das wissen, dann vielleicht hat es noch mehr Stärke für uns. Mhm. Das Leben zu kommen und genau. Genau, und da sind wir beiden ja relativ schnell hingekommen. Das heißt, wir haben diese Übersetzungsarbeit gemacht und wir haben gemerkt, irgendwie auf der Frauenebene, da ist eine Verbindung. Und dann hast du mich eingeladen in deinen Wald, in dem du lebst, und zu einem Ritual, wo ich ganz schön mutig sein durfte. Denn du bist... ja, es ist jetzt schwierig mit diesem Belegen von, was du alles bist, aber du bist auch Schamanin, Heilerin. Für mich bist du eine Zauberfee. Besser bleiben wir bei Fee. Bleiben wir bei der Fee. Ja. Mit Schamanen würde ich das gar nicht schmücken, weil da wird man ausgewählt von höheren Welten wahrscheinlich. Diese Botschaft habe ich noch nicht bekommen. So, aber ich mag spielen, ja, im Wald, stimmt, Natur ist es, wo ich mich auch zurechtfinde, egal wo ich bin. Wie gesagt, ich bin in Russland, in St. Petersburg geboren, aber wo ich die Wurzel finde, fühle ich mich zu Hause. Mhm. So, deswegen der Natur, dank, bin ich überall zu Hause. Ja, und dann sind wir spielen gegangen zusammen und haben das ein oder andere Ritual zusammen gehabt. Und was mich total fasziniert hat, was mir sehr geholfen hat, auch in den letzten Monaten, war die Akupunktur. Oh, dann hast du mich wieder herausgefordert. Genau, da habe ich dich auch schon direkt wieder herausgefordert. Erzähl du mal. Ja, ja, das war mein Plan. Ich habe das zwar immer wieder beobachtet und als Ingenieur vielleicht auch analytisch für mich selber erklärt. Aber gut, die Ausbildung hattest du auch. Ja, trotzdem auch in Ausbildung habe ich mich entschieden, dass es in China werden 7 Jahre vielleicht Ausbildung zum guten Akupunktur. So hier habe ich es eher immer noch im Wachstum und
ja, im Spiel mit dir entdeckt, noch mehr. Und du hast mich eigentlich da immer wieder herausgefordert. Und jetzt kann ich genau nachts und, tags und nachts immer die Rechnung machen. Und bin fasziniert von dieser Technik. Und ja. Ja, was total spannend ist, dass du ja wirklich, du legst ja dann richtig Karteikarten an, wirklich wie eine Ingenieurin, wo du dann über Befinden des, ich nenne mich jetzt mal Klient, ja, des Klienten und was du beobachtest, du bist sehr viel im Beobachten, wenn du in deiner Arbeit bist, wo wir gleich auch noch zu kommen, dann hältst du dich ja im Feld einer Familie auf, also am liebsten bleibst du auch mehrere Tage oder noch länger und schaust alle Familienmitglieder an und legst dann für denjenigen, den du dann behandelst, wo es dann nicht nur um Akupunktur geht, legst du dir richtig so Systeme an, wo du dann irgendwelche Organstränge und Energiebahnen und was du alles zusammenbringst. Also das kommt schon aus der Ingenieurwelt tatsächlich. Ja, ich denke, das ist eine, in diesem Fall auch guter Ausgleich, analytisch und spirituell zu sein. Oder spirituell finde ich andere Worte dazu. Aber das, was mich leitet immer, es ist, ich nehme die Frau als Leitfaden einer Familie, ob das die Mutter ist in der Familie oder die Tochter oder die Frau. Und über die Frau kann man ganze Familie heilen. Das ist meine Vorstellung. Deswegen mindestens die Paare. Ich habe selber Erfahrungen gemacht, lang mit einem schwer chronisch kranken Menschen zu leben und habe da sehr vieles auch erleben und beobachten könnte. Und mit diesem Verständnis gehe ich auch jetzt an die Leute und dass nicht nur der eine krank ist, das ist eigentlich ganze Verband der Familie, Partner, genauso wie sie alle betroffen sind, genauso können sie einander helfen, da rauszukommen. Und einander halten und heilen und vielleicht noch mutiger sein, in Selbstheilungskräfte zu glauben. Da bin ich mehr so wie Motivator oder kommen wir mal in zusammen ein gesundes Bild. Und jeder ist es, in dem Moment bin ich wie ein System mit diesen Menschen und ich kann planen, so viel ich will. In Wirklichkeit muss man da frei und kreativ sein, wie das sich entwickelt, dieses Bild. Mhm. Ja, aber der Fokus liegt dann bei dir schon auch auf den Frauenthemen. Richtig. Das hat sich für dich ja auch so entwickelt. Ne? Genau, weil ich selber auch mit diesen Altgläubigen aus slawischen Regionen, da bin ich auf ein paar Vorträge, Bücher gekommen und bin sehr interessiert, wie es uns jetzt mehr und mehr zu Licht, diese Wissen gebracht wird. Ich bin selber da am Anfang und fasziniert und welche Rolle eine Frau spielt und wie sie wirklich die Familien heilen kann als zentrale Rolle. Sie bringt Kinder zur Welt, sie bringt auch diese weibliche Energie befinden wir alle uns auch wenn wir gehen, wenn wir liegen. Mhm. So, ja, das ist das rote Faden für mich. Eine gesunde Frau wird, eine glückliche, gesunde Frau stellt so viel Frieden in der Welt, dass wir, ja, wenn wir alle Frauen in die weibliche Energie bringen, glaube ich, das ist auch, da können wir mit Weltrettung. Mhm. Denken, genau. Auch das Mütterliche und das Warme so, ne? Genau, ja. Da muss man auch nicht übertreiben. Wenn man mütterlich zu seinem Partner ist, kann man viel Schaden anrichten, im Sinne, dass die Männer ihre aktive Kraft verlieren, wenn wir als Frauen deren Aufgaben lösen wollen oder so. Bis zu zum Beispiel, dass Männer versuchen, werden erst verunsichert und diese Verunsicherung wollen sie aber nicht zeigen. Sie sind dann irgendwie handlungsunfähig und dann greift man entweder zu Zigaretten oder zu Trinken, um das so für irgendwie wegzugucken und sich stärker zu fühlen. Mhm. So, das sehe ich schon, dass wichtig auch, wie Frau sich benimmt. In diesem Fall nichts zu tun.
Das Gesunde. Du hattest so ein Bild, vorhin haben wir kurz das Vorgespräch gehabt, das Bild mit der Lok. Okay, ja, das, die Frau sucht sich Lok, so der Mann mit seiner männlichen Energie ist eigentlich der für Kraft, für Durchstehung, für Wissen verantwortlich ist und er zeigt, in welche Richtung er will. Mhm. Und die Frau entscheidet, oh, die Richtung gefällt mir, ist cool, mache ich mit. Und selber ist die, die sammelt. Der Mann, was, alles, was er schafft, ist froh, seine Schätze, wie gesagt, in diesem Waggon, diese Schale, diese Frau zu geben, zu, geschützt zu wissen, genau. Und wenn aber dieser Lok nicht weitergeht, stehen bleibt, fängt der Waggon manchmal zu schieben. Und da spricht man über dominante Frauen dieser Welt. Mhm. So, und ich denke, dass es dann zu gucken und wie löst man das? Weil manche dieser Themen sind mit, schon aus den Familiensystemen kommen. Mhm. Und, genau, das Thema Ahnen hatten wir da. Ne? Mhm. Das, da bist du ja auch sehr drauf bedacht. Ja, diese Art, altvedisch oder altgläubisch zu denken, ist, wir sprechen über drei Welten. Also Pravi höre ich, Javed, aber wir sind Welt der Menschen, Beziehungen, und Navid, der Welt der Natur, wo unsere Wurzeln sind, Ahnen, Tiere. Genau, und so kann man auch ganze Körper sehen, auch wo die Krankheiten herkommen, welche Ursachen sie haben können. Genauso ist es der Mensch. Oder in den Märchen haben wir das als verschiedene Reiche. So ein goldener Reich, silberner Reich und Kupferreich. Mhm. Genau. Und dann schaust du drauf? Wenn du jetzt dann auch in Kontakt mit Familien bist, im Behandeln und schaust auch, wo Mangel ist oder wo zu viel ist oder wie gehst du dann? Eigentlich gucke ich mir an, wie Leute... Oi, das ging aber schnell. Ich möchte das gerne noch schön zu Ende bringen. Liebe Regie, dürfen wir noch einen Augenblick? Ja, also eigentlich will schaust ich, du will dir ich schwingen einfach. Ich versuche da nicht dominant zu wirken. Und gucke, was heute ist, was können Sie heute aufnehmen. Und dann stelle ich einfach die Fragen. Mhm. Logisch, ich kann auch andere Brücken anbieten, wie Akupunktur, Tapen und so weiter. Aber es geht darum, dass, so wie Roman bei dir sagt, es sind so viele verschiedene Angebote. Und man nimmt einfach sich Zeit, dass man diesen Weg selber macht. Und für diese Überbrückung, wie gesagt, kann ich ein oder andere Angebot aus Tasche holen. Dafür habe ich ja auch die Ausbildung. Genau. Ja. Ja, und du arbeitest ja auch auf der Palliativ, ne? Ich habe nur auf Palliativ meine Praktikum gemacht, genau. Mhm. Und das war auch jeder Tag ist ein Sonntag gewesen, weil viele sagen, das ist schwer. Nee, wenn du einen Tag jemanden schenken kannst, das ist doch volle Leichtigkeit und Liebe. Mhm. Du liebe Herzensschwester, du hast diesen Rollercoaster, diese Achterbahn mit mir doch richtig gut bewältigt. Ich hab's ganz vergessen. Ja, das war auch gut so. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass ein paar schöne Impulse angekommen sind. Und vielleicht kann ich Jelena überreden, nochmal mit mir vor die Kamera zu gehen. Ich bedanke mich bei dir und schenke meinen Zuschauern ein Lächeln.